Auch kein Wasser, Champagner, bist du an so einem Tag, bitte schön. Allez, Santé. Ach, Santé. Santé. Prost und auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft, ja, genau. Freundschaft. Apropos, vielen Dank für die großartige Unterstützung im Krieg im Mali. Ja? Oh. So, gleich zwei Flugzeuge. Wir haben uns total gefreut. Du, also, wir helfen euch immer gern, außer es sind gerade Wahlen in Niedersachsen. Schau mal her, Alfons, so ja. Hat's begonnen. Ja? Großartig. Und so schaut's heute aus. Ne? Also, gut. Naja, ich meine, seit heute duzen sie sich ja, aber das sagt nichts, weil es gibt auch Duzfeindschaften. Erklär mir mal bitte, warum die sich nicht riechen können. Ist es einfach, weil sie ist Physikerin und er ist Jurist? Oder sie ist konservativ und er ist Sozialist? Was ist es? Sag's mir. Viel einfacher. Guck mal, er ist Franzose, sie ist Deutschin. Das reicht schon. Aber Alfons, das ist doch schon längst überhaupt kein Argument mehr. Deutsche, Franzosen, entschuldige, wir sind uns doch wirklich so ähnlich. Nee, nicht. Zum Beispiel, ihr seid so fleißig, wir Franzosen, wir streiken so gerne. Der Deutsche, er mag nicht streiken, er braucht sogar einen Grund, der Deutsche, zum Streiken. In Frankreich, man streikt erstmal und der Grund, der findet sich dann schon. Ja, aber Alfons, das sind doch Petitessen, sonst sind wir uns wirklich doch total ähnlich. Nee, ihr macht keine Kinder mehr. Ja, das stimmt. Im Kindermachen seid ihr besser, das stimmt. Da sind wir sehr gut. Meine Damen, wenn ich helfen kann. Ja. Später vielleicht. Aber Alfons, davon ist später. Aber jetzt bleiben Sie hocken. Aber davon abgesehen, sehen wir uns doch, jetzt gib's doch mal zu, wir sind uns doch total ähnlich. Nee. Zum Beispiel der Staat. Das ist sehr wichtig für uns. In Frankreich, der Staat, das ist das Wichtigste überhaupt. Wir haben keine FDP da, die den Staat abschaffen will. Ja, wollt ihr die FDP haben? Bei uns wird möglicherweise bald eine frei. Nee, danke, danke schön, wir haben unsere eigenen Idioten. Ja. Wieso? Ich dachte, eure Idioten gehen jetzt alle nach Russland. Nee, nicht alle, dafür ist Russland viel zu klein. Ja. Aber schau mal, Alfons, schau mal das Bild. Ha? Schau dir mal bitte dieses Bild an. Der dicke Kohl, der kleine Mitterrand, das ist doch wirklich das Bild für die Freundschaft in Verdun, Mensch, Alfons. Mich bewegt es wirklich. Komm mal her. Moment, gib mal den Hund dazu. Ja, so. Mensch, Alfons. Wie hat sich das verändert? Zwischen uns Deutschen und euch Franzosen. Ja, das stimmt. Weil zum Beispiel, man sagt immer, die Franzosen hassen die Deutschen. Das stimmt nicht. Wir Franzosen hassen alle. Und schau, früher waren wir für euch nur die Bosch und die Sturköpfe. Und ihr wart für uns nur die Froschfresser. Und heute sind wir für euch keine Bosch mehr. Nee, aber wir fressen immer noch Frösche. Aber überleg doch mal, Alfons. Mein Opa hat vielleicht auf deinen Opa geschossen. Und dein Opa hat vielleicht auf meinen Opa geschossen. Aber mein Opa wäre im Recht gewesen. Ja, sei nicht kleinlich. Hauptsache ist, heute schweigen unsere Waffen. Die schweigen gar nicht unsere Waffen. Wir sind große Exporteure von Waffen. Überall in die Welt gibt es französische Waffen. Denk dir nichts, wir doch auch. Du, wir Deutsche verkaufen sogar viel, viel mehr Waffen als ihr. Es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Ja, das hat sich bei eurer Autoindustrie leider noch nicht rumgesprochen. Ne? Und ihr wollt Opel übernehmen, das ist ja wohl eine Lachplatte. Darüber reden wir später. Nein, Hauptsache, wir bauen keine Waffen mehr, Alfons, um uns gegenseitig zu bekämpfen. Nee, wir bauen Waffen, um uns gemeinsam zu bereichern. Auch ein Fortschritt irgendwie. Und wir sind alle viel toleranter geworden. Vor allem wir Deutsche. Vor allem euch gegenüber. Euren vielen Plastikflaschen und eurem lächerlichen Umweltschutz. Wieso lächerlich? Wir mittlerweile in Frankreich, wir trennen sogar unser Müll. Hausmüll geht in die Tonne, Glas in dem Glascontainer, Atommüll nach Deutschland. Ja. Mit eurer Atomkraft, das versteht auch keine Sau. 58 Reaktoren. Ja, da sind wir Franzosen ein bisschen blöd. Ja. Und eure unsichersten Atomkraftwerke stehen alle an der deutschen Grenze. Wir sind nicht ganz blöd. Aber trotzdem, Alfons, es ist schon bewegend, diese Freundschaft. Ja? Du, Alfons. Ja, Erwin? Ich glaube, wir beide, wir sind die Zukunft.
Ich glaube, das ist schlimm für die Zukunft. En garde, Monsieur!